Es ist Zeit. Eine neue Ära bricht an und lässt uns einen letzten Blick zurückwerfen auf das, was einst war. Auf das, was uns hierher geführt hat. Und uns zu denen gemacht hat, die wir jetzt sind. Aber vor allem schauen wir auf das, was vor uns liegt. Was vielleicht noch sein wird. Also, lasst uns beginnen. Schon als kleines Kind haben mich Menschen fasziniert. Wenn sie lachen, werden sie zur besten Version ihrer selbst. Ein Mensch, der lächelt, ist sympathisch, glücklich, unbeschwert, frei. Was kann es also Schöneres geben, als sein Leben einer Vision zu verschreiben? Einen Unterschied zu machen, indem man Menschen wieder strahlen lässt. Das ist der Grund, warum ich mich entschlossen habe, Zahnmedizin zu studieren. In keinem anderen Beruf hat man einen so großen Einfluss auf das Lächeln eines Menschen. Und so kam es, dass ich im Jahr 2008 als Zahnarzt begann und 2014 die Praxis meiner Mutter übernahm. Ich merkte schnell, dass es mehr braucht als nur gute Fachkenntnisse und akademische Titel, um die Menschen zu erreichen. Es ist die Kommunikation miteinander, im Team, mit den Patienten, mit der Welt und der positive innere Dialog, der dazu führt, dass etwas entsteht, was größer ist als man selbst. Über die Jahre kamen mehr und mehr Menschen dazu, die Teil dieser Vision werden wollten und daran geglaubt haben, dass Zahnmedizin mehr ist, als nur Schmerzen zu nehmen und Zähne zu reparieren. Es wurde klarer und klarer, dass wir Zahnmedizin nicht nur neu denken mussten, sondern dass es unsere Pflicht war, der Welt davon zu erzählen. Wir fingen an, in den sozialen Medien und auf YouTube unsere Philosophie von einer grenzenlosen Zahnmedizin zu verbreiten. Und was zurückkam, machte uns nicht nur sprachlos, sondern führte uns zu dieser einen Frage. Hören wir hier auf oder tun wir alles dafür, Menschen wieder strahlen zu lassen? Wie geht man etwas an, von dem man nicht weiß, wie es geht? Wie erreicht man etwas, von dem man nicht weiß, wie es erreicht werden kann, weil es noch niemals versucht wurde? Man wagt es mit einem Team, auf das man sich verlassen kann. Man wagt es mit Menschen, die zwar nicht den Weg, aber das Ziel kennen. Man wagt es mit einer Community, auf die man zählen kann. Man wagt es, weil es sich richtig anfühlt. Mit Herzblut und mit Leidenschaft. Seid ihr bereit für eine ganz besondere Reise? Mit allen Höhen und Tiefen, Herausforderungen und Emotionen. Dann seid dabei und begleitet uns, wie wir eines der größten und innovativsten Dentalprojekte Deutschlands realisieren. Willkommen zu Building the Clinic.